Ja, ich grüße dich am Samstag natürlich. Ja, die ganze Woche war ordentlich toll, nett. Aber es gab auch ein paar Tage, wo ich sage, ich habe recht gehabt. Und ja. Es ist einfach wirklich sehr, sehr traurig gewesen, dass man hier die Wahrheit sagt und man immer nur seine Augäpfel verdreht, wie es einem passt. Es ist halt nicht immer so, dass man Frühlingsgefühle oder Sommergefühle oder Herbstgefühle oder Wintergefühle hat oder dreht. Es ist, ja. Und bei mir besagt es auch, dass ich auch mal irgendwann Rechte habe und es ist halt immer das Recht auf Liebe zu haben, zwischen Mann und Frau natürlich. Und ich möchte nur eins erwähnen, nur weil ich rothaarig bin, heißt das nicht, dass ich ein Feuersalamander wäre, wo drauf steht, bitte nicht nehmen, der ist gefährlich. Und ich weiß nicht, ich bin kein Mehl, das man aus dem Supermarkt vom Regal wegnimmt. Ich bin Mensch und damit ist es auch gesagt. Und ja, wenn man was sagt, sagt man es auch. Und da ist es mir egal, ob jetzt eine Dame auf die Decke hüpft, als ob ein Tarantel hier sein würde und so. Aber ja, in ganzen Sätzen wäre es immer noch. Und ja, man muss nicht immer sagen, ich mag keine Hellhäutigen, eher dunkel. Ja, wir sind nicht bei Jörg Pilawa. Und bei Wünsch dir was sind wir schon dreimal nicht. Und ich möchte hier nicht der Obermacho spielen oder so. Ich möchte halt nur sagen, dass es auch irgendwann mal Grenzen gibt. Entweder man meldet sich bei einer Singlebörse an, wo das Leben ernst genommen wird, oder man meldet sich erstmal gar nicht an und denkt ein paar Tage nach, ob man so mit Menschen umgeht. Und ja. Kann nur jeder Frau empfehlen, bevor sie eine Singlebörse registriert, nachdenken, nachdenken, nachdenken und nicht immer nur dieses Spiel spielen, ich bin bei Jörg Pilawa und schau, was auf mich nicht zukommt, weil für dieses Spiel sind ich und meine Generation schon zu alt. Entweder man nimmt die Sache ernst oder man lässt es bleiben. Weil sich hier da dann aus einer Affäre zu ziehen, nur weil man nett ist, das läuft bei mir nicht. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich wünsche euch noch einen schönen Samstag inklusive Sonntag. Wir hören uns Montag wieder und tschüss.